Servus Leute, willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ja, lecker, gerade was gegessen. Aber so spät nachts kann ich natürlich nicht großartig rumkochen. 2.24 Uhr morgens. Deswegen habe ich mich einfach mit Aufstrichbroten, also Kräuteraufstrichbrote und zwei Würstchen begnügt. Ja, füllt auch den Magen und schmeckt auch gut. So, wir wollen jetzt Goal wieder zu einer Frau machen. Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donna! Ich sehe, dass es Donna ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donna Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Ja. Die Frage ist nur, ob es schaffen wird. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Rufus will sich zutrauen, damit er, dass er hier jetzt auch versagt. Dann knallt die Elysium ab, das fällt auf Deponia und dann ist Elysium quasi ein Teil von Deponia und dann ist, ja, das Paradies wird dann auch zum Müll. Müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Die Aufstiegscodes. Endlich. Sollte ich sie mir nicht anhören? Naja, egal. Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donna. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Ganz bald. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein. Er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Toll. Die hätten eigentlich schon lange feuern können. Dieses klassische Filmbösewicht-Klischee, von wegen, ich muss erstmal meinen Plan erklären, hahaha, und dann scheitert der Bösewicht am Ende doch. Und hier ist so ein ähnliches Szenario.
Deine miesen Erziehung. Nee, glaube ich nicht. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du, die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Jetzt bald... Das war alles seine Schuld. Das stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Ich würde, der einen von beiden knallt ab und der andere bleibt am Leben. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Finger weg! Genau das meine ich. Oh, verdammt. Ständig macht er Ärger. Er hat Wenzel gedemütigt. Eigentlich wollte ich... Lass mich raten, ich kann jetzt nicht... Dachte ich mir. So spannend. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat Wenzel gedemütigt. Eine Waffe. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Er hat eine Waffe. Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat halb Kuwait verwüstet. Ziegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Er hat John F. Kennedy erschossen. Nicht tun. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Warum tut er nichts? Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Ja, hab ich doch, aber der Rufus will's nicht. Er hat John F. Kennedy erschossen. Aha. Er hat Bosos Kutter zerstört. Bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz verarbeitet. Er hat halb Kuwait verwüstet. Ziegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Beleidigt. Den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Moment mal, vielleicht kann ich da rein. Er
komplett fremde Leute beleidigt. Was geht denn hier? Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat Wenzel gedemütigt. Es ist gerade so spannend. Also ich glaube nicht, dass ich hier ein Item verwenden muss, weil sonst wäre es quasi ein Softlock, weil wenn ich jetzt hier ein Item verwenden müsste, aber das zum Beispiel nicht im Inventar von diesem Rufus hätte. Er hat fremde Leute beleidigt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Halt die Backen. Unzählige Brände und Explosionen verursacht. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Entschuldigung. Sie stehen. Er hat fremde Leute beleidigt. Das ist gerade. Es ist gerade. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat sie doch nicht. Was sollen wir? Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat sie doch. Er hat eine Waffe. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat John F. Kennedy erschossen. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Ein Stecker. Er hat John F. Kennedy erschossen. Nein. Ja? Er hat halb Kubak verwüstet. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Aus seinem Stecker. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Habe ich nichts. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Ja, er war aber die. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat Tonys Goldfisch. Kann ich nicht abhauen? Nee. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Tee, tut es dir. Vielleicht muss ich. Was das Zeug hält. Tee, tut es dir nicht. Er hat fremde Leute beleidigt. Er hat Wenzel gedemütigt. Er hat unzählige Brände und. Also ich kann nicht wechseln, ich kann keine Items verwenden. Er hat Kennedy erschossen. Er hat halb Kubak verwüstet. Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Unzählige Brände und Explosionen verursacht. Er hat sie doch nicht. Er hat eine Waffe. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat eine Waffe. Er hat Bosos Kutter zerstört. Er hat sie doch sollen. Ich fuck. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat unzählige. Mein ja, der Stecker aber. Verursacht. Er hat halb Kubak verwüstet. Es ist gern. Er hat Wenzel gedemütigt. Ich kann auf jeden Fall nicht wechseln. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat halb Kubak verwüstet. Die richten ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Das heißt, eventuell könnte ich irgendwie das Ziel umändern, aber. Nur wie? Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat sie doch umschwimmt. Entschuldigung. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Hey, es tut es. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat Bosos Kutter zerstört. Er hat halb Kubak verwüstet. Hä? Also meiner Meinung nach habe ich jetzt alles. Bin ich jetzt alles durchgegangen. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat fremde Leute beleidigt. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat halb Kubak verwüstet. Er hat John F. Kennedy erschossen. Ich meine, das Einzige, was ich hier habe, ist der Stecker. Aber es geht nicht. Ja, er ist schuld, dass ach so. Dass Mutti gestorben ist. Nicht! Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium.
Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du denn nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Oppenbot! Werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Ah! Nein! Alles jetzt echt? Ich kann hier hinterher. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Ja, Baby. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Nein, was ist das? Ein Babyfon klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Ah, da gar nicht. Das war... Ah. War perfekt. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Wart jetzt zu zweit oder wollt ihr kämpfen? Hey! Hey! Toll! Egomane! Ich fahre! Nein, ich fahre! Außer ein Gashebel ist hier, glaube ich, nichts. Verdammter! Lass das! Hey! Hey! Ich fahre! Nein, ich fahre! Okay, Verdammt, tut das weh! Ich sag doch, ich fahre! Na dann, nichts mehr weg hier! Verdammt, tut das weh! Ich sag doch, ich fahre! Na dann, nichts mehr weg hier! Und ein noch zur Strafe! So, jetzt gibt er Ruhe. Ich sag doch, ich fahr. Na dann, nichts wie weg hier. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Ja. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald?
Und ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Ja, stell du dich nur auf die Seite. Lass mich raten, ich muss da rein? Nö. Muss ich einen Plan zeichnen? Oh Mann. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Ich zeichne einfach ein Strichmännchen. So, Stift, Plan. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht, der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Meinst du? Hier fehlt ein Plan. Ich habe nur einen Stift. Ein Plan? Plan? Oh, verdammt, mir fällt nichts ein. Ich bin so ein Loser. Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Auf einmal sind sie alle freundlich. Hast du vielleicht eine Idee? Leider nein. Denk doch mal nach. Was würde ich sonst in dieser Situation tun? Ich weiß es nicht. Feuer legen? Das scheint mir wenig zielführend. So bin ich drauf gekommen. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt... ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter.
und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Ja, setzt ihn nur alle unter Druck. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Das Erste, was mir jetzt einfallen würde, ist einfach die Kanone hochzuballern, weil sie ja verstopft ist mit dem Auto oder was auch das ist. Und einfach das Auto da hochschießen. Pulsader-Ragu. Die hat auch... Hatte sie noch nie. Was so? Die hat auch keinen Plan. Hatte sie noch nie. Naja, es ist nicht richtig, dass ich so besser ist als jeder andere. Ich habe schon zu verlieren. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt. Na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau. Yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Auf nach Elysium. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Ich wollte eigentlich irgendwelche Kabel überprüfen. Die Deponianer. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich finde schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst. Chaotisch doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten reiten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Organons. Ja, ganz schön viel davon.
Ich würde mal schätzen, dass jetzt das letzte Kapitel des Spiels angebrochen ist. Da. Zumindest von der Partanzahl her würde es passen. Gut, dann werde ich hier ein Part beenden. Das war Goodbye Deponia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.